Hallo, herzlich willkommen zu einer Folge auf frischem Marsch mit Mittelback auf der frischen Karte. Ja, wir sind dabei, noch ein bisschen Mischfutter zu fahren. Ich denke, zwei Kipper noch. Ich weiß nicht genau, was in der aktuellen, was noch drin ist, aber es wird nicht mehr so viel sein. Also ich denke mal noch so zwei Touren, dann müssten wir durch sein. Dann werden wir den Drescher verkaufen und neu kaufen und gucken, ob das besser wird. Wenn das nicht besser wird, läuft es darauf hinaus, dass wir einen neuen kriegen. Also einen neuen Mod-Drescher. Ich denke auch wieder in Richtung Johnny. Drisch könnten wir auch alle anderen Marken nehmen. Fendt finde ich nicht so cool, muss ich sagen. Ich muss gleich noch etwas gucken. Könnte ich eigentlich auch gleich mal mit dem Handy gucken. Könnte ich eigentlich direkt mit dem File. Ich habe da hier Chrome, oder? Aber genau. So, zack, Browser. So, Tastatur. Auch mit dem 2-Netz im Tippen, dann geht das dreimal so schnell. Hey, sind 100.000 drin noch mehr. Kurz was gucken. Ich muss mal mir was schicken. Ich kann das hier doch. Komm, ist was. Ich habe einen neuen Drescher. Zwischenablage kopieren. Erzähle ich euch sofort, ich muss das nochmal ganz kurz mit meinem Rechner schicken. Weil ich kenne mein Ameisengedächtnis. Das uns nachher kann. John Deere hat ja dieses Jahr, gar nicht wahr, letztes Jahr den neuen John Deere X9 im Endeffekt veröffentlicht. Den könnten wir theoretisch direkt draufnehmen. Ich habe jetzt gerade mal ganz kurz geguckt. Ich habe jetzt schon mal einen Mod gefunden. Den könnten wir dann theoretisch mit drauf nehmen. Weil ich denke mal, wenn wir jetzt spulen, wir werden jetzt wahrscheinlich nicht 3 Millionen Euro auf den Kopf hauen. Aber was man einfach sagt, komm, man nimmt halt den und nutzt halt den, weil ist halt neu, das könnte man dann direkt nutzen, das könnte man in eins mit verbinden, würde ich so spontan sagen. Da gucke ich auf jeden Fall nochmal nach, weil das wäre noch eine Möglichkeit. Den brauchen wir diese Woche gar nicht. Fünf, ja, wir machen jetzt hier nach noch zwei. Da sind wir gerade mit dem Spulen fertig, gehe ich mal davon aus, wenn wir es überhaupt schaffen. Und dann denke ich mal, geht es nächste Woche wieder in die Vollen. Weil wir kommen jetzt 16 Uhr und so weiter. Ich hoffe, dass wir es noch schaffen zu spulen. Aber wie gesagt, mal eben zwei Kipper wegbringen, dann ist das schon 10 Minuten, vielleicht Stunde weiter, wenn es schlecht läuft. Dann guckst du hier noch und guckst da noch und dann ist ja der Tag auch wieder vorbei. Das wäre halt noch so die Möglichkeit, wo wir sagen müssten, ja, das könnten wir machen. Weil tauschen will ich den auf jeden Fall. Und wie gesagt, Geld spielt keine Rolle und ein bisschen neue Drescher ist ja auch nicht schlecht. Und ich will jetzt nicht unbedingt sagen, komm, ich will es einfacher haben, ich will es halt einfach bequemer haben, würde ich so spontan nennen. Weil die Arbeitsbreite bleibt ja aktuell relativ gleich. Wir haben immer 13,7 Meter. Andere Arbeitsbreiten machen auch eigentlich aktuell gar keinen Sinn. Größer geht auch gar nicht mehr. 13,7 Meter ist größte. 13,7 Meter ist ja schon ein bisschen was.
Und dann haben wir vor allem auch immer alles einheitlich. Das ist halt auch wichtig. Weiß noch, unser alter Klaas noch. Was hatte der? 12 Meter und jetzt der neue hatte 12 Meter, 13 Meter 70. Das ist natürlich dann auch schon mal ein Unterschied. Könnte schon mal 15 laufen lassen. Wir fahren jetzt noch einen Kipper, denke ich. Da muss wahrscheinlich auch schon so gut wie fast gut sein. Also Android 11 ist alles ein bisschen schlanker geworden. Ich muss aber noch ein paar Einstellungen ändern. Was mich nämlich jetzt schon wieder tierisch auf Windows geht, ist, wenn du Tasten drückst, dass das anfängt zu vibrieren. Hasse ich wie die Pest. Ja, so reicht. Hasse ich ja wie die Pest, muss ich gleich mal ausschalten. Weil gefühlt hat er mir alle Einstellungen kaputt gemacht. Ist jetzt nicht so, dass ich mein Handy unbedingt so pausalisiere, aber so ein paar Sachen sind einfach nur nervig. Dann fahren wir noch einen Kipper Mischration. Und dann werden wir einen Kipper Silage mitnehmen, um zu BGA fahren. Ein bisschen unterstützen. Da geht das Spulen noch schneller. Weil wenn ich nämlich die Gespanne fahren lasse, kann ich nicht schneller als 30 spulen. Sonst kommen die nicht hinterher, sonst laufen die BGAs leer. Das ist kacke. Das möchte ich nicht. Wenn die BGAs leer laufen, dann ist ja im Endeffekt Geld weg. Dann verlieren wir Geld. Deswegen soll das nicht passieren. So, hier sollten wir jetzt noch keinen ganzen Kipper mehr rauskriegen. Ich kurz noch 200 BGA von einem Vollmer. Weil halb der Fahr lohnt ja dann auch nicht. Wie ich gesehen habe, wir haben jetzt für unseren YouTube-Kanal auch Clips freigeschaltet bekommen. Habe ich zumindest heute die E-Mail darüber gekriegt von YouTube, dass wir jetzt für unseren YouTube-Kanal auch Clips freigeschaltet bekommen haben. Muss ich nachher mal nachgucken, eigentlich ist mir jetzt noch gar nicht so bewusst geworden, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, reicht. Ja, das war der letzte Kipper, passt ja auch. Hier sind jetzt noch 160.000 Liter drin. Passt. Ein Kipper fahren wir noch und danach müssen wir um BGAs versorgen. Das passt sehr gut. Ist ja perfekt, dass das an dem Tag regnet, wo wir eh nichts auf dem Felder machen können. Theoretisch können wir jetzt schon ernten, gar keine Frage, aber ist jetzt gerade nicht so wild. Kommt halt jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt drauf an. Dass natürlich der Super-GAU werden könnte, dass morgen alles reif ist. Na gut, dann haben wir halt richtig zu tun. Mal nachgerechnet, aktuell bewirtschaften wir 200 Hektar, also in-game Hektar, 205, 208, was ich mal ausgerechnet habe, plus jetzt die neuen Felder, die werden ja auch nie kleiner, also kleine Felder kaufen wir jetzt immer mal so nebenbei, dass wir sie haben, aber nie in dem Sinne kommen, wir brauchen sie unbedingt, sondern eigentlich kaufen wir dann große Flächen, also die richtig großen Flächen. Schaffen wir es noch bis Ende der Folge oben in der anderen BGA zu stehen. So 5 Minuten.
Das könnte klappen. Ich muss was sagen, ich bin heute nicht so müde wie gestern. Gestern war ich echt wieder platter, das kommt auch mal in den Tank auf, was du machst. Aber, was mir der Meister heute bestätigt hat, ich habe ab nächste Woche 2 Wochen Lageristenvertretung. Sitze ich da 2 Wochen auf dem Lager. Das ist nicht schlecht. Lageristenvertretung kann man immer machen. Ja, haben jetzt knapp 1 Million mit Silage gemacht. Guck mal, Preis fällt auch wieder, passt perfekt. So, wir holen jetzt die Silage in der BGA. Gucken dann noch mal ganz kurz rein, wie der Status hier unten ist beim Fermenter. Vielleicht müssen wir den Helfer noch mal kurz starten. Dann fahren wir hoch zur anderen BGA. Weil da ist der Fahrtweg weiter, da können wir ruhig mal mit unterstützen mit dem Gespann. Weil wenn der einmal voll ist, dann kommen wir auch eine Stunde weiter. Weil die verschlucken ja auch pro Stunde 60.000 Liter, also 60 Tonnen, schlucken die ja einfach pro Stunde so weg. Ist das eigentlich ein Mod-Traktor? Wisst ihr oder wisst ihr nicht? Ich weiß es nicht. Weil auf wir haben ein Multiplayer-Projekt. Da fahre ich an 250. Ist ja so einer wie hier. Ja, ist genau der gleiche. In grün. Aber Standard. Da wäre ich ja noch, angetan, den zu tauschen. Wenn ich ganz ehrlich bin. So, dann mache ich ja auch mal voller Dinge. Wird auf jeden Fall knapp, es dann oben zu sein. So, 1,5 Minuten. Schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht. Egal, aber wir kommen ein bisschen an Spulen. Das ist daher schon knapp 2 Stunden jetzt geschafft. Das geht natürlich jetzt auch schneller, wenn es erstmal läuft. 174 Euro Lohn. Ja, mein Gott. Hätte ja Bock zu häckseln. Aber was soll ich mit dem ganzen Zeug machen? Ich brauch's halt einfach gerade so überhaupt nicht. Jetzt würde ich ja sagen, komm, wir häckseln einfach mal wieder einen Acker. Aber ich habe ja aktuell nichts, brauche aktuell noch nichts. Wir müssen unser Grünland müssen wir auf jeden Fall ernten, da kommen wir nicht drum herum. Das versorgt ja aktuell schon die BGAs ganz gut eigentlich.
Dann werden wir jetzt auch Stroh erstmal nicht machen, außer wir brauchen was fürs Lager. Aber für den Fermenter werde ich jetzt erstmal nichts ernten. Dann wird alles gehäckselt und dann bleibt es auch Marker liegen. Weil ich habe jetzt 7 Millionen Liter da an der Dingen plus 4 Millionen Liter noch verarbeitet. Da geht ja noch ein bisschen was weg. Es liegen jetzt 11 Millionen Liter drin, bis wir die mal durch die BGAs gekloppt haben. Da könnte dann auch noch eine dritte BGA kommen zur Unterstützung. Gut, ich bedanke mich bei euch aber ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder bei Stunde. Tschüss.